guten Tag und herzlich willkommen, Gregors Gaming Heroes. Rocket League ist angesagt. Wollen wir mal reingucken? No? Drücken wir die Starttaste. Rocket League, ein neues Spiel, was auf PlayStation Plus erhältlich ist. Wer PlayStation Plus, also man kann es auch so kaufen, aber auf PlayStation Plus kann man es for free sich auf den Account draufladen lassen. Rocket League ist ein Multiplayer-Game, ein Fußballspiel, wo man Autos statt Füße benutzt. Und ich gehe einmal kurz auf Training rein, denn ich habe es bisher noch nicht selbst gespielt. Ich würde einmal mir kurz die Steuerung angucken wollen, wie das funktionieren soll. Der Chat sagt gerade, Rocket League soll angeblich PS4s überhitzen. Ja, hoffen wir mal nicht. Was soll denn daran überhitzt werden, weil so aufwendig scheint die Grafik nicht zu sein. Vielleicht, weil die Spiele so erhitzt sind und so hitzig sind. Muss man ein bisschen vergessen. Ich muss auch immer wirklich dran denken, wenn ich da sehe, es gibt das TV-Total-Ding, ne? Wo Stefan Raab gespielt hat mit Leuten Fußball. In den folgenden Tutorials lernst du die Rocket League-Grundlagen kennen. L zum Steuern, R2 zum Gas geben, L2 zum Rückwärtsfahren. Okay, das kenne ich doch. So, Rückwärtsfahren, Gas geben. Ich fahre mal ein bisschen drumherum. Okay, steuert sich ziemlich direkt. Den Ball ins Tor fahren. Da. Zeugen. Geschafft habe ich's. Okay. Das ging ja gut. Ich finde, das ging schon mal ganz gut. Tippe zum Springen auf X, halte X gedrückt, um höher zu springen. Fahre geradeaus zum Springen, um den Ball ins Tor zu schießen, okay? Okay. Wow. Jetzt müsste auch reinrollen. Siehste? Habe ich doch perfekt gemacht. Okay, und drücke X zweimal nach vorne auszuweichen. Nutze den Geschwindigkeits... Halte den Stick nach vorne gedrückt, oder? Was sagt er? Das habe ich doch gemacht, oder nicht? Zählt das etwa nicht? Doch. Merkwürdig, warum hat er das denn vorher nicht genommen? Fahre über die Boostfelder, ziele dein Boostziel auf. Halte gedrückt, um deinen Raketenboost zu erhöhen. Okay. Boah, boing. Haha, ich kann aus dem Tor wieder rausfahren. Alles klar. Wo ist der Ball? Tippe Dreieck, um deine Kamera auf den Ball zu richten. Okay. Ah, alles klar. Also ich kann dann automatisch mit Dreieck den Blickwinkel, aber nicht die Fahrtrichtung. Wenn sie mal alle vier gedrückt, um einen Power Slide auszuführen. Okay. Glückwunsch, du beherrschst die Grundlagen von Rocket League. Das ging ja easy. Das ging ja easy und es ging einfach. Wahrscheinlich wird es einfacher, nicht so einfach sein, wenn ich es mal probiere. Willkommen zum Freispiel, hier kannst du deine Fertigkeiten verbessern. Denk dran, Options, Pausenmenü, okay. Aber hier könnte ich dann normal spielen. Kann ich dann mit der Arschbacke das Ding bewegen? Boah! Ich sehe schon, es wird wahrscheinlich wesentlich komplexer und komplizierter, wenn man das mal anders machen will. Ist die Frage, zu wie vielen spielt man das eigentlich zusammen? Sind das so 3 gegen 3 Autos? Oder wie macht man das? So. Yeah! Guck mal hier. Voll angeschnitten. Finde ich sehr lustig, dass da... Hier, guck mal. Mit dem Außenspann habe ich es drin getroffen. 4x4 maximal. Okay, viel mehr glaube ich auch nicht, dass die dann draufpassen könnten. So, ich will mal mit einem Power Slide. Obwohl, oder? Mit einem Power Slide vielleicht mal erwischen. Ein Tor will ich im freien Spiel noch machen.
Boah, kannst du Kopfball machen? Auch wenn du keinen Kopf hast als Auto. Okay, mit dem Heck. So, und... reicht das? Ja, es war so, es war ein bisschen so ein Abstaubertor. Ja, so mit der Hacke nochmal mitgenommen. Guck mal, während der Tor hier. Ja. Wie ich dann auch noch rübergejumpt bin. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Hauptmenü. Da haben wir schon mal geübt. Ich würde einmal ein computergesteuertes Match machen. Können wir denn zusammen spielen oder muss man da hier so Freundschaftssachen aufgemacht haben? Das wäre nämlich die Frage, wenn man dann irgendwie, kann ich euch einen Freundescode oder so, also nicht Freundescode, so einen Raumcode oder so geben. Ich habe diesen Raum erstellt, bitte tippt diese Nummer ein. Dass wir es dann zusammen spielen können, aber ich bezweifle das fast schon, ne? Muss wahrscheinlich untereinander so Freundeslisten austauschen. Guck mal, der eine Zeile im Chat steht Online-Server laufen und direkt drunter steht Server seit Release down. Ja, können wir mal testen, ob die jetzt noch down sind. Blau beitreten, orange beitreten. Ich will orange sein. Lass mich das einmal testen. So. Erster Ballkontakt. Aber ich habe doch Bots gewählt. Sind da keine anderen Bots? Hä? Nee, Moment. Dann passt es. Oh! Wo? Tor von Iceman? Wo kommst du denn her? Hä? Ich habe den gar nicht gesehen. Scheiße. Okay. Ich habe gerade gedacht, es sind gar keine Bots. Da ist einer. Ha! Aber ich habe das Tor gemacht. Alles klar, 1 gegen 1 ist es wohl gerade, ne? Da ist der Iceman. Scheiße, ich dachte schon, was ist denn hier los? Tor. Hahaha, hat mich sogar umgedreht. Schau's dir an. Guck mal. Boing. Und jetzt? Ich weiß schon, dass er reingeht. Boah, aber es... was war denn das gerade? Hat er gerade ein Eigentor gebaut? So. Uah. Iceman, bleib weg. Oh. Warum sich wohl keiner die Gedanken vorgemacht hat, so ein Spiel zu machen. Ich glaube, der Hersteller von Rocket League, der hatte schon mal so ein... oh, 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 nein, 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 nein. Oh, scheiße. Es gab schon mal so vorher so ein Spiel, das hieß so Battle irgendwas, Autos... können es machen, aber das ist schon vor 6-7 Jahren rausgekommen. Ah, aber drin, aber drin. Oh nein, nicht drin. Und damals war es nicht so erfolgreich, weil da hat man noch nicht gerne Fußball mit Autos gespielt. Ja, wenn ich ein Online-Match mache, werde ich wahrscheinlich jetzt hier komplett... nein, hör auf. Komplett verdödelt. Das erinnert mich ein bisschen so an so Fußballspiele. Oh nein. Fußballspiele wie Kickoff, wenn ihr das früher kennt. Da hat der Ball sich nämlich nicht am Fuß gehalten, sondern man musste ihn immer wieder antippeln. Wenn jetzt hier der Ball am Auto kleben würde, das wäre hier vielleicht was. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Befreiungsschlag. Ja. Ja, fahr zu deinem Tor. Und drin. Ah! Aber gut, die KI ist auch gerade auf dumm gestellt.
Gregor, du kannst andere Fahrer zerstören, indem du mit Höchstgeschwindigkeit rammst. Aber der soll doch den Ball für mich ins Tor bringen. Okay, das muss ich mal probieren gleich. So. Wo ist der Ball? Oh, da. Oh Gott. Na, nicht die... Oh Gott, was mache ich denn da? Und Power Slide. So, hin. Und. Okay, es ist echt wirklich delikat. Mit den Dingen. Es ist echt wirklich delikat. Das Ding zu steuern. Ich glaube, man kann die wahrscheinlich noch nicht so gut anschneiden oder so. Irgendwie will ich immer anschneiden, das Zeug. Ah! Ein Schwein. Was soll denn das? Oh, ich bin dran vorbeigefahren. Ja gut, mit 3 kann man die Kamera ja fixieren, ne? Auf den Ball. So. Oh. Nein! Scheiße, dran vorbei. Und hätte ich das nicht gemacht. Nein, fahr doch nicht am Ball vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wahrscheinlich eins dieser Spiele, man muss viel Zeit investieren. Damit man vernünftig... Nein! Oh Gott, nein! Nicht Iceman! Ahaha, ich habe ihn zerstört. Oh, aber der taucht ja wieder auf. So. Ist nicht vorbei. Vielleicht kriege ich noch ein Tor. So. Und. Nein! Oh, nein. Oh, scheiße. Ich glaube, mit der Nichtballansicht habe ich es ein bisschen besser gemacht. Oh. Nein! Oh nein! Iceman, nein! Oh. Gewonnen! Eieieiei. Gizmo-Schädel, Aufkleber, freigeschaltet. Immerhin was, ne? Replay-Speicher natürlich, ne? Dieses fantastische Replay. Zeig mir meine besten Szenen. Oder zeigt er das gesamte Replay? Oh Gott, dann will ich es gar nicht lieber sehen. Ich habe gehofft, dass er nur die Tore macht. Nee, dann wollen wir es lieber nicht anschauen. Oh Gott, so viel hier. Zurück zum Hauptmenü. Soll ich mal jemandem das Spiel vermasseln, indem ich einmal online spiele und komplett scheiße bin, weil ich noch nichts gespielt habe? Freundschaftsspiel, Saison, Garage. Passe dein Fahrzeug an. Jetzt kann ich wahrscheinlich diese Sticker mehr auftun, ne? Oh, neue Autos. Roadhog, X-Devil. Gizmo halt verdient, ne? Bauen wir ein paar Flammen rauf. Dekoration möchte ich gerne hier gelb haben. Landesflagge. Da. So. Da freuen sich auch die Deutschen hier, wenn ich die griechische Flagge fliegen lasse. Oh. Gelb. Das Feuer. Vortex-Reifen. Was auch immer die machen. Okay, habe ich mein Auto gepimpt. Ordentlich, so wie es sich gehört.
Oh, stehle ein Online-Match gegen Spieler in deiner Gruppe. Was ist, wenn ich hier was mache? Ja, muss man wahrscheinlich schon. Machen wir mal Match suchen. Mal gucken, ob die Server überhaupt jetzt online sind oder nicht. Region. Wir probieren einfach mal alle. Standard, 3 gegen 3. Match suchen. Mal sehen, was passiert. Sind die Server wieder online? Kommen sie überhaupt? Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Wenn dieses Game anfängt und jeder will es. Achso, na, hier, guck mal. Beitritt in 3. Oh! Oh! Hat doch geklappt. Ich habe gedacht, es wäre natürlich schade, wenn dieses Spiel jetzt rauskommt. Alle wollen es online spielen. Und es worked nicht online. Da bin ich. Mit Macintosh. Und Slippery Roads. Oh! Oh nein, das sind welche, die es können. Oh nein, es sind welche, die es können. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich habe den Glanzparade. Schau es dir an. Ich bin so gut. Ah, scheiße. Nee, Macintosh. Nicht zu mir. Oh Gott. Aus dem Tor raus. Wo ist der Ball? Da ist er. Oh. Ja. Ah, mein Team hat ein Tor gemacht. Alles wegen mir. Guck mal, wie schön ich da fahre. Aus dem Weg bin ich gefahren. So wie ich das gehört. Heieiei. Es ist lustig. Es ist lustig. Tor. Ah. Diesmal ging es schneller. Jetzt muss ich nur noch eins machen. Puh, schaut euch das an. Wie viel? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Laufen und springen. Guck mal, wie gut ich bin. Ah, ich bin so gut. Ich führe schon 3 zu 0. Ich führe schon. Guck mal, hier. Wie gut ich bin. Also, dadurch, dass das Team so gut ist. Also, die Leute, die sich fragen, PS4 ist das natürlich. Ich glaube nicht, dass es eine andere Version gibt. Da glaube ich eben nicht dran, dass es noch eine Version gibt. Ah! Alter, was machen die da? Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Macintosh, mach es. Oh nein. Hilf den Griechen. Nein, jetzt war doch mein Ball, Slippy Toad. Uah. Alter, wie hier alles rumfliegt. Ah! Nein, Slippy Toad! Oh nein! Leute, ihr müsst besser spielen. Slippy und der andere. John Boy, Macintosh. Ah, den wollte ich eigentlich. Naja, gut. Eigentlich wollte ich den. Komm, ich habe extra gewartet, aber Slippy Toad. Ist gleich angekommen. Okay, nochmal.
Okay, falsche Richtung. Oh nein! Raus! Oh, scheiße. Oh nein! War das... Oh nein, das war falsches Tor. 2 Minuten noch, warum denn noch so viel? Warum denn noch so viel? Oh, jetzt habe ich den Teamkameraden. Komm, Macintosh. Oh oh. Shit. Wir müssen mal ein bisschen besser spielen. Leute. Guck mal, das ist fast Eigentor. Oh shit. Oh shit, was passiert denn jetzt hier? Ah, Leute. Das waren doch gerade 3 Sekunden. Und dann sowas. Warum denn bloß? Was sind mal diese Briten. Ihr Jumper, ich erwisch dich. So, boff. Arschloch. Ui, scheiße. Komm, Slippy. Slippy, komm. Zieh durch. Ah. Macintosh, so die falsche Richtung, Mackie. Mackie ist so die falsche Richtung. Mann, Mann, Mann. So. Ah. Komm, Mackie. Pass zu mir. Pass zu mir, ich stehe frei. Nein, 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 nicht. Wo bin ich denn? Oh Gott, fahr doch mal wieder hin, Auto. Ups. So, oh, Sundance oder was? Oh nein, 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 nicht. Oh nein, nicht in der letzten Sekunde. Halt das noch durch. Okay, Sundance. Jetzt muss ich das machen. Ich habe ein Tor gemacht mit mir selbst. Oh nein! Oh, Slippy! Slippy! Hilf uns! Oh nein, oh nein, oh nein. Slippy. Mackie. Mackie und Slippy. Slippy, komm. Ah. Ah. Hey. Oh Gott. Mackie! So.
komm. Ah. Jetzt Slippy, ich hab den Pass gemacht. Slippy, schießen rein. Warte mal, ich muss andersrum fahren. Ah, Slippy! Ich wusste doch nicht, dass er zu mir kommt. Slippy, ja! Mit meiner Vorlage! Habe ich es geschafft. Boah, ey. Puh. Jetzt rede ich anders. Das korrodierte Metall habe ich mir verdient. Nee, ich gehe wieder zurück. Es reicht. Uiuiui. Durch meine Vorlage. Guck mal, was für korrodiertes Metall ich jetzt da dran habe. Habe ich mich zurückgehalten. Noch, damit die Teamkameraden auch mal ein bisschen was zu tun haben. Was kann man denn auch noch hier alles anstellen? Extras. Replay, Statistik. Guck mal. Gespielte Matches. 2. Achso, ja, ich habe ja auch nochmal Training gemacht, oder? Oder nochmal hier das Ingame. Karriere, 4 Tore. Durchschnitt pro Match 2. Guck mal, wie gut ich bin. 2 Spiele, 4 Tore. So wie es gehört. Tore im Rückwärtsgang, 1. Hattricks. Ey, Alter, ich habe sogar einen Hattrick. 3 Tore in einem Spiel. Glanzparade, ich bin so gut. Zerstörung, ja. Fantastisch. Ranglisten, wo steht man denn? Wie lange ist dieses Spiel draußen? Heute haben wir Samstag, ne? Also, ein Tag ist Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag. 4 Tage. 4 Tage, 224 Siege hat Gimea Rubdown. Wenn man da selbst die ganzen Niederlagen wegrechnet, wenn da noch welche da sein sollen. Das bedeutet, dass er bei 4 Tagen mindestens 50 bis 60 Matches gemacht hat. Denn ein bisschen viel ist das. Wenn wir vorstellen, vielleicht hat er Urlaub oder arbeitslos. Obwohl, könnte er sich dann PS Plus leisten? Wahrscheinlich nicht. Eine PS4. Sehr viele Briten wahrscheinlich dabei. Ah, guck mal. Alter, aber hier, der hat 1000 Tore gemacht, der Marki Duda. Gimea ist nur auf dem 4. Kronovi. Paschi 90. Ist auch ein bisschen, man kann ja seinen Usernamen nicht mehr ändern, ne? Wenn man das mal gemacht hat bei PS Plus oder bei PSN besser gesagt. Und du wusstest nicht, was du tippen sollst, hast mal XBLÖ genannt. Hast es wahrscheinlich sehr schnell bereut, aber jetzt bist du mit 611 Toren und XBLÖ in der Tabelle. Snarf on Wii 92. Stell dir vor, der hat mal ein Vorstellungsgespräch. Ja? Wir haben mal hier kurz ihre Akten angeguckt. Ihr PSN-Account lautet Wii92. Ich glaube, sie kriegen den Bankjob hier nicht. Krusty 200. Wo bin ich? Zumindest Platz 80 oder wo? Okay, so weit runter zeigen sie nicht an. Ey, wieso? Aber ich habe doch Tore gemacht. Ach nee, ich habe kein Tor gemacht innerhalb des Ligaspiels, ne? Okay, aber ich habe einen Sieg. Das muss doch für einen weltweiten Platz doch reichen. Oder geht das nur bis 100? Also ich bräuchte mindestens 120 Siege, damit ich hier hinkomme. Gimea ist recht weit oben bei vielen Sachen, aber nicht bei allen. Marki Duda. Der. Schüsse, 3700 Schüsse aufs Tor. Alter Verwalter. Aber ja, das war der Blick auf Rocket League. Scheint ein spaßiges Spiel zu sein. Man muss sich natürlich dann ordentlich reinfuchsen. Dieses Fußballspiel, wo der Ball nicht am Fuß oder an der Stoßstange kleben bleibt, ne? Das ist immer ein bisschen was anderes. Da muss man also mit der Ballphysik erstmal richtig umkönnen. Und wie die Autos sich starten und so weiter. Aber ich glaube, das könnte doch ein ganz großer Staple werden, ne? Also ein Spiel, was sehr viel auf Multiplayer Sessions gezockt wird, vielleicht auch online durchaus. Muss mal gucken, ob man das auch lokal irgendwie zocken kann. Ich hätte schon Bock, wenn es das auch auf PC gäbe. Da können wir auch eine LAN-Session dann machen.
Ja, können wir ein bisschen ausprobieren. Die Server laufen wieder, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo wir das hier gucken. Und wenn ihr PS Plus habt, dann ladet es runter. Das kostet ja nichts nochmal extra. Könnt ihr es ein bisschen ausprobieren. Ansonsten, ich weiß nicht, was der Preis ansonsten ist. Ich würde jetzt mal schätzen 14,99, 13,99, irgendwas in der Form. Weil das sieht mir ein bisschen zu aufwendig aus für 9,99 und 20 wäre mir ein bisschen zu viel dafür im Moment. Aber ansonsten, ja, guck mal, gibt's bei Steam für 20 Euro. Warum gibt's das auch bei Steam schon für 20 Euro? Sagt der Chat. PS4 und PC, 20 Euro, es gibt sogar Crossplay. Okay, das ist cool, dass es Crossplay gibt zwischen PC und PS4 Leuten. Also ist doch nichts PS4-Exklusives. Aber 20 finde ich noch... da müsste ich nochmal überlegen. Aber das wird wohl die Qualität des Spiels dann ausmachen, ne? 20 Euro kannst du dir verargumentieren, wenn du dann wirklich viel Spaß damit rausnimmst. Wie du bei den anderen in der Top-Liste gesehen hast, 1800 Tore, passt das schon. Aber gut, gehen wir wieder. Obwohl, eigentlich zurück brauchen wir nicht, denn ich wollte euch noch kurz folgendes Game zeigen. Denn Rocket League haben wir ausprobiert, ja, von der Zeit her, so richtig für Sticks. Was wollen wir denn am ehesten sehen? Wir könnten bei Sticks mal kurz reinschauen oder bei Deception. Ich glaube, Deception in so 15 bis 20 Minuten, weil so viel überziehen kann ich heute nicht. Können wir nicht unbedingt so viel damit reinmachen, aber Sticks habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Ne? Ich glaube, es wird wahrscheinlich in Richtung Sticks wohl eher gehen, dass wir da mal reinschauen. Weil davon habe ich viel gehört, ich habe es auch auf Steam irgendwo noch rumfliegen, aber jetzt, wo die PS4-Version auch mal draußen ist, habe ich es mir dann auch mal reingetan. Ja, die ersten Antworten sind da, alle durchgemischt. Gucken wir mal. Weil Deception sind wir wahrscheinlich dann noch drauf. Oder Rocket League, sagen hier auch noch. Ja, wahrscheinlich ist es sinnvoller, dass wir noch eine Runde Rocket League wohl machen, ne? Als die anderen, die hier nicht einfach so übers Knie brechen. Weil ich glaube, die brauchen auch adäquat Zeit, um sie sich mal anzugucken, es zu spielen. Ach komm, dann lass uns noch eine Runde Rocket League machen. Ich bin ja gerade so gut gewesen. Und dann machen wir das einmal noch. Spielen wir noch ein Game. Standard. Doppel-Doppel-Match suchen. Einmal gewinnen können wir noch. Und dann haben wir mehr als genug davon. Und dann kann ich dann zeitig mich vom Acker machen. Guck mal, hat auch sehr schnell wieder ein Match gefunden. Bestimmt auch wieder Briten. Spectre 662. Ui. The Hoop God. Okay, das scheint mir mehr ein Ami zu sein. Okay. Boah. Ich bin blauer, oder? Ja, ne? Alles klar. Guck mal, wie gut wir das gemacht haben. Mit dem Assist von mir. Tor! Tor! Tor, 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 Tor! Ach Mann, Hoop God! Hättest du noch reingehen lassen können, wäre das Tor von mir. Schau es dir an. Guck mal. Das Tor wäre von mir gewesen. Verdammter Hoop God. Ich habe nicht mal den Assist bekommen, oder was? Komm, Hoop God. Mein bester Freund. Oh. So. Oh. Oh! Wer jummelt mich denn da weg? Yes! So macht man das. Schau's dir an, schau's dir an, schau's dir an. Ne? Und nochmal Boink. Mit Assist. Von dem alten Dreckschwein.
Oh, falsche Taste. Von 3 zum Springen benutzen. Aber es ist ja X. Okay. Da, Tor! Das war aber ein Eigentor jetzt, oder? Alter, die machen wir ja nass. Aber guck mal, es zählt nicht als Eigentor, obwohl... Guck mal, also Jordi, du bist ziemlich schlecht. Das muss ich schon mal sagen. Jordi. Ah! Dran vorbei. Scheiße. Boah. Nein! Ah! Verdammt. Armstrong! Armstrong! Schwein! Ah. Ich dachte, es wird so ein Schlachtfest jetzt hier. 17-0. Was ist denn hier los? Okay, pass ihn rüber, mein Freund. Ah, oh, what? Quer am Tor vorbei. Wieso haben wir eigentlich keinen Torwart-LKW? Da muss so ein LKW im Tor stehen oder so ein Transformer-LKW. Ah! Wer hat mich denn da gezimmert? Aber Tor. Nein! Ja, Tor! Nein, kein Tor! Oh, shit! Oh. WTF. Ja, Tor. Oh, Mann. Mann. Noch 2 Tore, da haben wir Brasilien besiegt, ne? Im Halbfinale. Diesen Mittelpfad immer. Ah, ich habe Spectre gehauen. Entschuldigung. Oh nein! Oh. Armstrong! Hat doch hier unser Ergebnis kaputt. Oh, Armstrong. Armstrong! Oh Gott! Nein. Oh. Holy shit, steh doch mal auf, Minjong. Ich habe ein Tor gemacht immerhin. Eigentlich habe ich mein Pensum mehr als erfüllt. So, drin. Drin. Oh nein! Ich habe den noch angeschnitten. Ah! Oh Gott! Komm, das schaukeln wir noch nach Hause.
Da schaukeln wir. Und El Carbon. Oh, Backfire habe ich bekommen. Das ist sowas. Heieiei. Guck mal, ich bin sogar auf dem zweiten Platz gelandet insgesamt. Trotz Anfänger. Haben wir es geschafft. Okay, dann haben wir auch noch das eine Match gemacht und... Ja, ey, wir haben die Zeit adäquat gefüllt, also ich werde schon ein bisschen besser, ne? Im ersten Match hat mein Team gewonnen. Ich habe Assists gemacht hauptsächlich. Hat geholfen. Jetzt hat mein Team gewonnen und ich habe sogar ein Tor noch dazu gemacht und Assists. Also wenn das der Weg nicht auf, ja, auf den Thron der Rocket League Meisterschaft ist, dann weiß ich ja auch nicht.